Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Heute wird's richtig krass. Wir sprechen über die Eskalationsfolge 4 vom Sommerhaus der Stars. Endlich mit Videomaterial. Nachdem wir jetzt nun 2 Tage gewartet haben, kann ich euch nun auch alles zu den besagten Krawallszenen zeigen. Und ich sage es euch jetzt schon, das hat es ziemlich in sich. Mit dabei heute Katzenreporter Luke, der begleitet mich. Denn ohne seelischen Beistand ist diese Folge kaum schaubar. Manchmal würde ich mir wünschen, dass die entsprechenden Nicht-Stars, die dort teilnehmen, auch seelischen Beistand hätten, denn ich habe so langsam das Gefühl, bei dem einen oder anderen stimmt's nicht so ganz. Ja, wir gucken uns mal die Situation an, wie Alessia Herren explodiert ist. Wir gucken uns dieses ganze Tessa-Thema einmal an. Wir gucken uns Nominierungsthemen an. Wir haben heute einiges auf der Uhr und deswegen würde ich sagen, wir starten direkt Feuer frei. Meine Lieben, wenn ihr hier nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne diese mittelgroße Trash-Familie. Wir gehen aktuell auf die 36.400 Abonnenten zu. Teilt gerne diese Videos, um die Reichweite zu erhöhen. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen und begrüße natürlich auch hier alle Neuen auf diesem Kanal. Wir schalten einmal rüber aufs Katzenreporter-Tablet zu der entsprechenden Szene. Bitte denkt dran, ich kann euch nicht immer alles zeigen, immer nur kleine Ausschnitte. Schaut auch gern bei meinen geschätzten Kollegen vorbei, wie Onion Dog oder Mr. Trash TV. Auch diese reagieren auf das Sommerhaus der Stars und vielleicht findet ihr dort Szenen, die ich euch nicht gezeigt habe. Das nochmal als kleiner Hinweis. Ich würde sagen, wir starten mal direkt mit dem Beginn des großen Tessa und Alessias Konfliktes. Los geht's. Doch sie hier sich aufs Frühstück freut. Zwischen Röstbrot und dem Kunstbelag, den Tessa sehr gern essen mag. Doch stellt sich das heute schwierig dar, weil Leere herrscht, wo gestern noch veganer Draufschmierkleister kroch. Ich muss schon. Ja, die Situation ist natürlich äußerst bescheiden. Ne? Man steht morgens auf, möchte sich seinen Toast beschmieren und stellt dann fest, der Aufstrich ist nicht mehr da. Käse ist ja noch da, das seht ihr hier, aber es scheint wohl der Untergrund zu fehlen. Das gibt's doch alles nicht mehr. Also das ist halt scheiße, dass es das gibt. Ich könnte auch toll. Es gibt auch kein Pressum mehr. Es gibt nichts. Jakob? Ja. Also pass auf. Die haben auch den veganen Frischkäse gegessen. Mhm. Komplett. Okay. Die haben eigenen Frischkäse. Mhm. Die haben eigene Sachen aus tierischen Bestandteilen. Ja. Da muss man doch so ein bisschen auch mitdenken einfach, oder? Ich weiß nicht, wie ihr die Situation seht, aber ich habe so das Gefühl, Jakob ist das scheißegal. Ich habe den Eindruck gehabt, ihm war das völlig egal. Allerdings sehe ich in dieser Situation Tessa noch im Recht. Ich finde es durchaus legitim, wenn sie nur bestimmte Nahrungsmittel essen darf und die anderen ihr das wegessen. Ich kann den Frust da schon erstmal noch verstehen, das muss ich ehrlich so sagen. Und wir sehen ja auch, es scheint alles sehr gut zu schmecken. Ja, hier Vanessa haut mal so richtig rein und auch Raoul scheint glücklich zu sein mit seinem bisschen Brot. Ich habe nichts, worauf ich jetzt auf einem Brot Butter machen kann. Kann jetzt nur Toast mit Käse gibt es jetzt für mich. Aber man könnte den Käse richtig geil überbacken. So als eine Hawaii-Toast-Light-Option. Ohne entsprechende andere Sachen, oder? Ist quasi nicht Hawaii-Toast, sondern nennen wir es Brandenburg-Toast. Ich darf das sagen, ich komme aus Brandenburg. Okay. Wie wäre es mit ein paar angebratenen Pilzen fürs Toast? Die haben alles aufgegessen. Die veganen Ersatzprodukte schmecken halt auch gut, weil sonst würden die nicht essen. Das bestätigt mich zwar immer wieder, aber letztendlich ist halt doof, wenn für mich nichts mehr übrig bleibt oder für ihn. Ja, also auch ich habe natürlich schon vegane Ersatzprodukte gegessen und da war auch mal was Leckeres dabei. Es sagt ja auch keiner, dass das nicht schmeckt. Ich verstehe den Konflikt aber trotzdem, selbstverständlich, wenn Tessas Sachen weg sind, ist das natürlich höchst ärgerlich. Ich verstehe das.
Also bei Raffi sehe ich gerade gar nichts auf dem Brot, glaube ich. Oder er hat es umgedreht. Damit vielleicht sorgt sieht. Diese frische Magenladung ja für kulinarische Entspannung. Gibt es was Schönes? Zucker! Kaffee! Käse! Oh, okay, leckere Käse, Gott sei Dank. Ja, das ist unser, das ist euer. Wie, das ist unser, das ist euer? Das ist ja das einzige Vegane. Nein, wir haben doch ja, Espresso, aber... wir haben den Gemüseaufstrich und so. Wir müssen uns den teilen, wir wollen ja... Und ab da fängt die Situation, armer Stefan, ab da fängt die Situation für mich dann sich ein bisschen zu verändern, wo ich dann nicht mehr so unbedingt Tessa recht gebe. Weil in einem Gruppengefüge wie in diesem, wo eh die Nerven blank liegen, kommt es natürlich bescheiden rüber, wenn man sich seinen Käse nimmt und sagt, das ist jetzt meiner. Ich weiß, wie sie es meint, alles korrekt. Nur sollte man ab diesem Punkt schon selbst ein bisschen drüber nachdenken, wie man mit den anderen spricht. Muss man nicht, aber dann kann es halt auch eskalieren. Ist die Eskalation gerechtfertigt? Nein, ist es natürlich nicht. Aber trotzdem wäre hier in diesem entscheidenden Moment vielleicht ein bisschen mehr Taktgefühl von Tessa besser gewesen, damit die Situation nicht eskaliert. Wie gesagt, ob die Situation dann trotzdem eskaliert wäre, weiß ich natürlich nicht. Ich fand nur diesen Moment schon von Tessa nicht cool, ja. Man kann es nachvollziehen, weil es ihre Produkte sind, aber trotzdem war es irgendwie nicht cool. Und das werdet ihr auch sehen, dass auch es entsprechend schlecht bei den anderen ankam. Auch Käse. Das macht keinen Spaß mehr, ich habe keine Lust mehr, nee. Auf diesem Niveau zumindest, mich über Essen zu streiten und zu diskutieren. Ja, aber ihr habt doch auch Käse. Ja, aber der ist nicht so lecker. Ja, und das ist ja kein Scheibenkäse. Aber das ist der einzige, ja, ich kann den ja nicht essen. Ja, aber das ja, ist ja eine, also zwei Packungen für zwei Leute ist schon ein bisschen... Also ich finde das auch echt viel Käse. Ich würde, also das sind ja so zwei dicke Packungen. Ich bräuchte dafür wahrscheinlich, also ich bräuchte, um den zu killen, also zu essen, bräuchte ich, also ich würde es nicht in der Haltbarkeit schaffen. Ich glaube nicht, Käse essen sie denn? Ich empfehle mein Kinderbuch Egon das Käsenmonster. Ich blende es euch mal ein. Von mir im Jahre 2019 geschrieben. Da geht es auch um ein Monster, wenn Werbung mal so passend ist. Was Käse ist gerne. Egon. Finde ich gut. Vielleicht soll ich das damit verbinden mal. Na gut, wie geht's denn jetzt hier weiter, Tessa? Finde ich auch. Das Problem war, gestern war kein Käse mehr für mich da. Das ist ja der vegane Käse, die veganen Produkte kommen ja für uns. Ja, aber... Halt, ja, aber dann dürften auch kein Gemüseaufstrich, dann dürften wir... Weißt du, es ist ja mittlerweile fast mehr vegan als vegetarisch sogar. Hier würde ich mir halt seitens von RTL irgendwie ein Statement wünschen oder zumindest eine Interaktion mit den Teilnehmern, dass sie sagen, nee, wir haben vegetarische und vegane Produkte, alles ist für alle da, aber die Veganer sind natürlich bevorzugt mit den veganen Produkten, weil sie ja die vegetarischen Produkte nicht unbedingt essen dürfen, allerdings ist von allem allen da. So, und das ist wieder der Punkt, den ich letztens wieder gesagt habe, dass genau dieses Thema Ernährung als Waffe genutzt wurde, wofür ich so ein bisschen kritisiert wurde. Ich sage es aber immer wieder, man sieht jetzt diese Konsequenzen von dem, was ich im Vorfeld schon gesagt habe. Man einfach denkt so ganz ehrlich, vegetarische Woche ist mittlerweile schon mehr eine vegane Woche, wenn es jetzt halt, wir dürfen gar nichts Veganes mehr essen, haben wir ja selber nichts mehr. Essen. Jetzt sei. Genau, die nehmen sich einfach nur Käse für ein paar Wochen. Ich fand die Aussage scheiße. Das ist unsere und das ist eure. Ja. Genau, und das ist auch das, was letztendlich ich kritisiert habe. Die Aussage war in dem Moment nicht glücklich gewählt, um es mal mit meinen Worten zu formulieren. Im Übrigen sehen wir hier Umut. Umut ist immer da, wo es brennt. Er ist so ein bisschen die Sommerhauspolizei, beziehungsweise die Sommerhaus der Stars Feuerwehr. Man muss ein bisschen drauf achten. Er ist aber ein Anti-Feuerwehrmann. Er löscht die Brände nicht, sondern er löscht die Brände mit Flammenwerfer. So habe ich so den Eindruck, während Stefan so ein bisschen versucht, mit Wissen Feuer zu löschen, löscht Umut Feuer mit Flammenwerfer. Es ist ganz interessant, dass viele nicht so richtig versteht, wie man Feuer löscht. Aber wir gucken mal gleich in die Szene rein. Das ist Grund für uns, die veganen Sachen. Und weil er halt entscheiden muss, muss ich denn das halt mit allen teilen.
Die ganze Ernährung ist. Nein, aber ich fand die. Ist mehr auf die orientiert. Wir alle sind nicht happy damit. Und dann müssen wir. Dann schmecken die Sachen noch nicht mal. Und dann ist wirklich was Veganes, was ja ganz gut schmeckt. Dann würde ich das halt dann auch gerne essen. Ja, und das war halt wieder so ein typischer Raoul. Schön noch weiter Brände legen. Ne? Raoul ist so derjenige, der noch Benzin überall hinstreut. Ja, aber was ich hier auch sehr interessant finde, ist dieses Manipulative, dass Tessa auch gleich zu Umut gegangen ist und ihm die Situation erzählt hat. Sie braucht natürlich auch so ein bisschen, auch so ihre kleine Allianz. Deswegen sind Umut und Emma für sie vielleicht da auch ganz relevant. Es ist halt nur interessant, dass sie halt auch das, was sie ja den anderen vorwirft, dass sie ja selbst das auch macht, indem sie halt auch manipuliert. Gestern gab es auch keinen Käse mehr. Jetzt haben wir eine Packung. Klar, aber ich weiß nicht, für wie viele Tage die wollen, dass das hält. Ne? Das kann ja locker 3, 4, 5 Tage halten. Das ist halt das Einzige, was ich essen kann. Guck mal, diese Blockkäse kann ich nicht essen. Das war alles noch da. Den haben die alle aufgegessen. Schmeckt halt geil. Verstehe ich. Ja, verstehe ich, was ich meine. Ich verstehe dich. Hat sie nochmal angefangen? Sie hat dem Umut das nochmal erklärt, was jetzt hier vorgefallen ist. Ja, natürlich, weil ich mit dem ganzen Zeug kam, natürlich. Warum darf ich das Umut nicht erklären? Boah, hat jetzt irgendjemand was gesagt? Alter, du fuckst mich so ab mit deiner veganen Ver- Du mich mit deiner... Du fuckst so ab, Alter. Ja, ich bin so froh, wenn du hier rauf bist, du mit... Also, ich möchte es hier in aller Deutlichkeit gleich beim ersten Mal ganz klar sagen. Das Verhalten, was Alessia hier an den Tag legt, ist völlig indiskutabel. Da werde ich das nicht beschönigen. Ich werde es nicht irgendwie mit einem Wenn-Aber betrachten. Ich werde es nicht irgendwie mit Tessa vergleichen und sagen, naja, aber trotzdem, nein. Was Alessia hier vom Stapel lässt, ist völlig indiskutabel. Da gibt es für mich auch kein Naja, aber. Nee, das geht nicht so mit Menschen zu sprechen. Das muss ich hier einfach sagen, auch wenn ich Tessa kritisiere. Ist das nicht in Ordnung, was Alessia hier abzieht? Aber wir hören jetzt mal rein. Alessia, du bist einfach durch, Alter. Du machst dich immer wichtiger, als du bist, Alter. Hey. Du fuckst einfach die ganze Menschheit, fuckst du hier drin ab, Alter. Ich hab nur irgendwas mit Käse gehört. Ja. Das ist meiner, das ist unser Käse, der ist der einzige Vegane. Warum isst du unseren veganen Käse? Immer Kamera auf dich. Ziemlich abstoßen. Oh, ich kann tatsächlich nichts dafür. Das hast du nicht besser gelernt. Aber du interessierst mich nicht. Was habe ich nicht besser gelernt? Alles gut. Leute, kommt bitte nicht am Morgen. Wenn du ein Problem mit einem Menschen hast, dann kannst du das sachlich klären. Ja, gerade du in der ersten Folge auf Raffi und Sam losgegangen bist, weil sie über deine Verführerin, Freundin geurteilt haben, bist du doch auch völlig ausgeflippt und losgerannt und auf Umut und Raffi zugegangen. Also so viel zum Thema, man ruhig bleiben. Dass da halt direkt Beleidigungen kommen, finde ich halt schon... Ist halt sehr schwierig. Junge, misch du dich nicht wieder ein, Alter. Ja, misch dich nicht wieder. Du kannst nur laut rumschreien. Was ist das denn? Was ist denn dein Problem? Du bist mein Problem. Die veganen Lebensmittel sind für uns reingekommen. Ja, Junge, ich bin hier schon Veganer geworden, Alter. Ja, das war erstmal der erste Part. Es geht gleich noch weiter. Wir müssen gleich ein bisschen vorspulen. Aber das, was ihr gerade bei Umut gesehen habt, das ist so diese typische Umut-Reaktion. Irgendwo gibt's Beef und er kommt mit seinem Flammenwerfer und mischt sich ein. Ja, das ist halt so ein typischer Umut, was ich auch schon oft jetzt hier kritisiert habe. Der ist halt nicht so lieb und unschuldig, wie er tut, auch in seinem Social-Media-Beitrag. Und er schützt ja die armen, schwachen. Nee, er hetzt. Er ist voll damit dabei. Und Raoul ist genauso einer. Aber gut, wir gehen jetzt mal weiter. Und dann gehen wir jetzt mal auf die Szene, die wirklich heftig auch diskutiert wird, die ich zugegebenermaßen auch beim ersten Mal gar nicht so wahrgenommen habe, weil vieles gepiepst ist, aber inzwischen ist bestätigt worden, was gepiepst wurde. Und da ging es schon in einen Bereich, der aus meiner persönlichen Sicht schon auch rechtlich relevant ist. Wir gehen mal nach vorne. In ihrer Ghetto-Sprache. Ja, genau. Na, wenigstens lässt dann sie leise, dann kriegt man es nicht so mit. Was passiert jetzt? Alessia hat sich jetzt die Einkaufswaren genommen und wollte jetzt anfangen, den Kühlschrank einzuräumen. Und ich muss gerade so an die Kommentarschreiberin von gestern denken, die meinte, hey Danny, ich verstehe gar nicht, was du sagst. Tessa ist doch ganz ruhig geblieben. Ich fand nicht, dass Tessa ruhig geblieben ist. Aber auch was Alessia hier abzieht, wie ich schon sagte, indiskutabel. Wir gucken uns die Szene jetzt mal an.
Das Fach von Tessa und Jakob ist ganz unten hier, ja? Ganz unten, ja. Ich kann die gesamte Gruppe nicht mehr hören. Ich kann ihn nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Das ist schon ein bisschen nervig mit Schatz. Ich kann. Ja, kann ich noch einmal? Nee, das ist unser Einzige, wo wir haben. Ey, das ist nicht deins. Ich möchte einmal, bist du krank? Was ist mit dir? Ich habe gerade den Kühlschrank aufgeräumt und habe das gefunden. Hier oben. Aber Schatz, möchte ich nicht ein. Dann gebe ich das, dann fasse ich das auch nicht mehr an, du krankes Stück, Alter. Es reicht. Du bist krank. Es reicht. So, erstmal bis hierhin. Also ihr seht, Tessa ist auch nicht ruhig geblieben, ja. Also ich verstehe nicht, wie man sagen kann, Tessa ist ganz ruhig geblieben. Nee, Tessa ist auch laut geworden, ja. Aber jetzt spitzt sich die Situation zu. Erst einmal verstehe ich diese Berührungen von Jakob nicht, ja. Das haben wir auch schon in einer anderen Folge gesehen. Er soll die Leute nicht anfassen, das ist so das eine. Und jetzt kommt aber diese Szene und ihr seht, dass Alessia hier das Frischkäsemesser in der Hand hat. Und jetzt geht es halt wirklich in eine Richtung, die aus meiner Sicht auch rechtliche Konsequenzen mit sich ziehen könnte, wenn man dieses denn zur Anzeige gebracht hätte. Das ist ja nicht passiert. Tessa hat behauptet, dass er ihr das untersagt hat. Das kann ich aktuell nicht bestätigen, dass es so ist oder ob es nicht so ist. Ich habe aber auf jeden Fall bei RTL mal nachgefragt. Ich habe eine Presseanfrage gesetzt, weil das ist schon wirklich heftig, wenn man ihr verboten hat, eine mutmaßliche Straftat zur Anzeige zu bringen, da sind wir schon in einem sehr interessanten Bereich. Aber jetzt gucken wir uns mal an, was jetzt passierte. Krank, Alter! Nicht gehört! Du bist krank! Junge, du kleine Alter! Ihre Mutter, Junge! Hör mal los, geh mal weg, geh weg, geh weg, geh weg! Nimm mal das Messer! Junge, die fuckt mich doch! Ich schwöre, wenn diese Kameras nicht hier wären, ne, diese dreckige... Alter... Das ist einfach gar kein Level. Das ist, als würde Level 8 mit dir sprechen, wo ich schon Level 130 bin. Ich schmiere mein Toast, die nimmt mir einfach das Essen weg. Ich wusste nicht mal, dass das vegan ist. Ich habe gerade den Kühlschrank aufgeräumt, damit alles reinpasst. Dann habe ich was gefunden. Das ist meins, das ist meins. Und da soll jemand nochmal zu mir sagen, ach Danny, ich finde das nicht gut, dass du gesagt hast, dass man das Thema Ernährung als Waffe genutzt hast. Hatte ich wohl recht gehabt. Nun gut, jetzt ist hier erstmal ganz klar zu sehen, dass Alessia hier Sachen gesagt hat, die gepiepst werden mussten. Was hat sie gesagt, wenn ich die Kollegen von Promiflash hier zitieren darf? Die haben geschrieben, ich stech dich ab. Zitat Ende. Indiskutabel. Ich kann darüber gar nicht als Meinungsblogger eine andere Meinung haben, als dass es indiskutabel ist. Das geht gar nicht. Wir haben ein Niveau erreicht, welches wirklich, hier hätte Alessia aus der Show genommen werden müssen. Das muss ich euch ganz ehrlich sagen. RTL hätte hier eigentlich schon Konsequenzen ziehen müssen. Es war eine Gewaltandrohung, egal aus welcher Emotion sie gesagt wurde. Nein, sie hätte aus der Show genommen werden müssen, aus meiner persönlichen Sicht. Ne? Es ist bodenlos. War das wirklich okay so? Ich habe versucht... Du hast nichts falsch gemacht, du hast toll gemacht. Es war doch super. Ja. Na gut, das können wir uns jetzt sparen. Das ist jetzt wieder so dieses partnerschaftliche Ding, während Jakob und Tessa zueinander zugewandt und aneinander vorbeisprechen. Naja, gut. Im Übrigen könnt ihr auch die gesamte Folge auf RTL Plus euch anschauen. Ich habe unter dem Video einen Link für euch mit dem Code Katzenreporter. Also könnt ihr quasi noch 50% im ersten und zweiten Monat sparen. Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen nach vorne, nämlich zur großen Nominierungsphase. Und in der großen Nominierungsphase wurde auch noch mal ausgerastet, um es mal so zu formulieren. Wir gehen mal nach vorne. Profilierende Art an den Tag gelegt, dass du vegan sein als etwas Asoziales dargestellt hast. Das war, für alle, die sich gestern über meinen Videotitel gewundert haben, das war darauf bezogen, was Stefan in seinem Q&A beantwortet hat. Und damit verwechselt, ich dachte, du wärst so gebildet, dass Vegansein nichts anderes als Liebe ist für alle. Du hast eine falsche Wahrnehmung, merkt ihr das? Ihr legt euch die Dinge so zurecht, dabei könnt ihr euch nicht ansatzweise mit mir vergleichen. Du bezeichnest uns als asoziale. Guck mal, wie du gerade auf den billigen Plätzen. Danke. Und gleich lachst du wieder. Du bist geht so nicht um dich. Gleich bist du wieder am Lachen. Ja, bla bla bla. Du bist einfach nur wie so
eine Schnepfe am Schnattern die ganze Zeit. Du hast nur Negatives zu sagen, dabei kennst du mich gar nicht. Ich will dich auch nicht kennen. Du wirfst mir das vor, was du tust. Ich will dich auch nicht kennen. In ein Reality-Format solltest du ein bisschen was abkönnen, Mädchen. Ganz ehrlich, heult man hier rum. Oh mein Gott, das ist so ein verfickter Kindergarten, den du hier verbreitest. Ach, mir wird heiß. Ganz ehrlich, und lach jetzt nicht so dumm. Das ist falsch, jemanden zu beleidigen als Kranke oder was auch immer zu bezeichnen. Das ist komplett falsch, menschlich gesehen. Du bist genauso, du bist gar nicht besser. Aber du da hast mir nicht so, ne? Moralisch und Werte ist nicht auch. Und es ist Schluss. Halt deine Schnauze jetzt endlich mal. Ach so, du hast auch das letzte Wort, ne? Das hast ja du immer. Klar. Halt's Maul! Puh! Es ist alles wirklich, es ist alles so grausam, ja. Wo sind wir? Ich hätte niemals gedacht, dass Raffi und Sam in einem Format die ruhigsten sind, oder? Muss ich schon so sagen. Selbst der Katzenreporter ist aufgewacht. Ich habe erstmal nicht verstanden, warum Jakob kurz aufgestanden ist, was da los war. Keine Ahnung, vielleicht hat ihn irgendwas getriggert. Ich weiß es nicht. Das war ein Teil der ganzen Nominierung. Allerdings bin ich jetzt auch am Limit mit dem, was ich euch zeigen kann. Ich habe euch zumindest versucht, die Trash-Highlights, sofern wir von Highlights wirklich sprechen, rauszusuchen. Aber lasst uns das doch mal ganz kurz einschätzen, weil unabhängig davon, dass jeder sich irgendwie in diesem Format nicht korrekt verhält, ist natürlich das, was Alessia hier abgezogen hat, völlig, völlig daneben. Diese Beleidigung, die sie ausgesprochen hat, ich kann nur wirklich mit dem Kopf schütteln und frag mich aber, was da los ist. Man muss dazu sagen, auch Tessa ist nicht unschuldig, auch Tessa bringt die Situation ans Maximum. Sie triggert die Leute mit ihrer Art. Ich kann eigentlich hier wirklich den Unterhaltungswert nicht mehr erkennen. So, ja, für mich, der daraus eine Berichterstattung macht, für mich hat das vielleicht alles nochmal so ein bisschen eine Art berufliche Interesse, dass ich sage, okay, ich berichte drüber, zeige es euch, mache mein YouTube-Video dazu und lege das dann in, ja, weiß ich nicht, hab das dann für mich in meinem Kopf verschoben, dann ist die Sache gut, ja. Allerdings gibt es ja auch Zuschauer, die das ja schauen, nicht aus dem beruflichen Aspekt, sondern aus dem Unterhaltungsaspekt. Und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man hier einen Punkt erreicht hat, wo man nicht unbedingt mehr abgeholt wird, wo man sich nicht mehr informiert fühlt, was einem einfach nicht mehr gefällt. Und das ist die große Gefahr, die ich sehe, wenn man hier seitens der Produktionsfirma immer wieder, immer weiter, immer schlechter, immer schlimmere Formate erzeugen möchte, dass es mehr Zuschauer abschreckt als anzieht. Das ist aber etwas, was ich schon letztes Jahr zum Sommerhaus der Stars gesagt habe. Und ich habe halt nur in diesem Fall zumindest das Gefühl, dass auch hier der Unterhaltungsfaktor flöten geht. Aber das könnt nur ihr beantworten. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Habt ihr auch den Eindruck, dass bei euch der Unterhaltungsfaktor wirklich jetzt am Bröckeln ist? Oder sagt ihr, nee, das ist genau das, was ihr sehen wollt? Ich denke mal, beide Meinungen sind hier absolut daseinsberechtigt. Für mich auf jeden Fall der Folge 4 jetzt mit euch sehr ausführlich besprochen hat. Wir haben uns sämtliche Statements angeguckt. Wir haben uns Folge 4 im Kompletten, habe ich sie euch zusammengefasst. Jetzt haben wir nochmal die Highlights uns angeschaut. Ich glaube, man kann hier, was Folge 4 betrifft, abschließend sagen, es ist mit die schlimmste Folge gewesen. Also so heftige Gewaltandrohungen, so heftige Beleidigungen, das ist alles unentschuldbar. Und ich kann einfach nicht nachvollziehen, dass man hier Alessia nicht schon aus dem Format genommen hat, ja. Ich hätte sie hier rausgenommen, keine Ahnung. Wir sehen, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, wir als Zuschauer sehen ja auch nicht alles. Wir sehen ja immer nur quasi das, was uns die Produktionsfirma zur Verfügung stellt. Das heißt also, natürlich kann die Situation anders gewesen sein. Natürlich kann hier irgendwie noch was fehlen. Vielleicht hat uns man irgendwas nicht mitgeteilt. Alles möglich. Unterm Strich, für mich aber trotzdem, da hätte eine Konsequenz kommen müssen. Auch hätte man über dieses ganze Ernährungsthema noch einmal nachdenken müssen. Ich habe euch bewusst jetzt diese Barbecue-Bilder erspart. Vielleicht seht ihr das bei den Kollegen auf dem Kanal. Ich selber habe es nicht mit reingenommen. Ich fand diese Art und Weise der, nennen wir es dann doch, Fleischschau, ja, nicht berichtenswert, dieses Verhalten, weil ich einfach den Sinn dahinter nicht gesehen habe, dass man sich so verhalten hat. Ich fand hier den Konflikt zwischen Tessa und Alessia für mich spannender, einfach auch, um aufzuzeigen, in welcher Entwicklung wir inzwischen angekommen sind. Deswegen, also ich bleibe für euch auf jeden Fall dran am Sommerhaus der Stars. Ihr seht natürlich auch direkt am Mittwoch von mir wieder die Zusammenfassung der Talk und von Folge 5 und natürlich auch in den nächsten Tagen immer mal wieder Interviews. Also es lohnt sich hier dran zu bleiben, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr euch gut informiert gefühlt habt, teilt auch gerne diese Videos im Social Media und für alle, die
die einfach nur den Katzenreporter beobachtet haben, war das vielleicht auch eine schöne Entspannung am Morgen, meine Lieben. Ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch noch einen wundervollen Freitag. Wir sehen uns heute nochmal wieder um 11 Uhr und um 14 Uhr mit weiteren Trash-Highlights. Macht es jetzt aber erstmal gut. Tschüss.